Nächster Redner, Herr Abgeordneter Klaus Lindinger. Wieder ein Bürgermeister aus Fischelheim bei Wels, ein Bauer und ÖVP-Abgeordneter. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Bundesministerin, geschätzte Damen und Herren. Transparenz zählt mehr denn je. Und genau diese Transparenz erleben wir tagtäglich bei allen Dingen oder bei ganz vielen Dingen, die wir persönlich erleben, im betrieblichen Klima erleben, familiär, in der Beziehung. Diese Transparenz zählt mehr denn je. Und genau diese Transparenz haben wir auch, wenn wir an die Nahrungsmittel im Supermarkt denken, in der Gemüseabteilung, bei den Karotten oder den Erdäpfeln. Transparenz bei der Herkunftskennzeichnung. Da steht drauf, woher diese Produkte kommen. Und diese Transparenz ermöglicht auch ein Handeln. Nämlich das Handeln, selbst zu entscheiden für die Menschen, kaufe ich diese Produkte oder lege ich sie wieder zurück ins Regal. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt eine einzige Ausnahme. Und diese einzige Ausnahme gibt es 2 Millionen Mal am Tag. Beim Außerhausverzehr, bei der Gemeinschaftsverpflegung, im Kindergarten, in den Betriebskantinen, in den Großküchen, im Alters- und Pflegeheim. Hier fehlt die Transparenz. Hier können die Menschen nicht entscheiden. Oder wissen die Menschen nicht, woher das Schnitzelfleisch kommt. Hier wissen die Menschen nicht, woher die Eier für den Kaiserschmarrn kommen. Kommen diese aus den Großkübeln aus dem Ausland oder sind es echte österreichische Eier? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, genau deshalb braucht es eine Herkunftskennzeichnung, wie sie im Regierungsprogramm vor über einem Jahr gemeinsam vereinbart wurde, für die Gemeinschaftsverpflegung, für die verarbeitenden Produkte und das sofort, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn nur diese Herkunftskennzeichnung sichert eine Gewissheit für die Menschen beim Einkauf, sichert die Gewissheit und das Vertrauen in die österreichischen Produkte, die qualitativ auf dem höchsten Standard sind. Und das schafft auch den Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe. Setzen wir es um, in keiner abgespeckten Version, Herr Bundesminister Anschober, sondern so, wie es vereinbart ist. Dankeschön.